Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Update vom 7.8.2019. Diese Woche wird es mehr Jungfrautastisch im Purple Pony im Shopping Center, denn da könnt ihr unterschiedliche Meerjungfrauen-Outfits auswählen. Egal, ob ihr es eher dunkel haben möchtet in schlichteren Tönen oder auch quietschbunt, da gibt es ab heute Outfits für euch zu kaufen, die euch im Meerjungfrauenglanz erstrahlen lassen. Die sind zwar auch relativ teuer, finde ich aber okay für so ein außergewöhnliches Kostüm, zumal sie auch Chumpy-tauglich sind. Ein ziemlicher Griff ins Klo, muss ich allerdings sagen, ist leider das Accessoire-Set fürs Pferd bestehend aus zwei Federn, einmal fürs Zaumzeug und einmal für den Schweif, sowie einer Satteltasche, denn ja, das kennen wir doch eigentlich schon. Zwar sind die Accessoires nicht wirklich teuer, aber ich möchte euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es nicht nur alte Modelle sind, die bereits seit anderthalb Jahren im Spiel sind. Nein, über den Gutscheincode SUPERHEROSET könnt ihr diese Gegenstände sogar kostenlos bekommen. Ich weiß nicht, was sich Star Stable dabei gedacht hat. Zum einen Gegenstände, die es für einen Gutscheincode gibt, so in den Shop ins Spiel zu bringen, und Punkt 2, weiß ich nicht, was sie sich dabei denken, dafür sogar noch Schillinge oder Starcoins zu verlangen, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, denn wie gesagt, Superhero Set und ihr bekommt die Gegenstände kostenlos. Was hat Star Stable da gemacht? Daumen runter, weil wenn man es nicht weiß, kauft man es sich vielleicht, dabei hätte man es auch kostenlos bekommen können. Einen Daumen rauf gibt es aber definitiv von mir für die drei neuen Frisuren. Es gibt nämlich jetzt diesen kurzen Bob im Shopping Center in wunderschönen, ja, Farben, so ein Smaragdgrün in Blau, ein Lila in so ein Magentarot und ja, so ein Magenta ins Orange verlaufende, drei Ombre-Farben, die perfekt zu den dieswöchigen Meerjungfrauen-Outfits passen. Ich persönlich finde, diese drei Styles bzw. diese drei Farben sind allesamt wunderschön geworden. Und diese Woche gibt es auch eine neue Quest bei Madison, aber die gibt es auch nur diese Woche. Es ist nur bis nächsten Mittwoch verfügbar. Und zwar haben wir ein neues Rennen bei Madison auf der Südhof-Halbinsel. Ich habe euch mal die Karte aufgemacht, weil es leider nicht markiert wird im Questlog. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach zu finden. Um dieses Rennen machen zu können, müssen wir die Questreihe beendet haben, wo wir mit Madison Nightdust kennenlernen. Das heißt, wir müssen nicht so extrem viel gemacht haben, um Zugang zu dieser Quest zu haben. Aber wie gesagt, beeilt euch, denn diese Quest ist nur bis kommenden Mittwoch verfügbar. Ja, und kommenden Mittwoch wird's definitiv wieder pferdig, denn nächste Woche kommen die aktualisierten Andalusier ins Spiel. Ich bin sehr gespannt, zu welchem Preis und welche der bereits angekündigten 7 Farben es sein werden, auf die wir uns freuen dürfen. Ich bin gespannt und viel Spaß mit dem Update.